Also für mich ist natürlich das Jazz Festival Willis auch interessant oder speziell, weil ich in Schölz geboren bin. Und als ich klein war, als ich jung war, so 12, 13, und angefangen habe, mich für Jazz zu interessieren und auch an die ersten Konzerte gegangen bin, war es für mich immer ein Traum. Ich habe gedacht, ja, wenn ich mal in Willisau spielen könnte. Das ist eigentlich das Spezielle am Festival in Willisau. Und dass die Stimmung immer schön ist und dass es nicht schlecht zu essen gibt meistens. Es hat auch schon Ausnahmen gegeben, aber im Großen und Ganzen ist das immer schön. Ich war das erste Mal am ersten Festival, das es in Willisau gegeben hat. Und nachher dann manches Jahr an jedem Festival und die letzte Zeit, seitdem man sich selber Musik macht, ist es eher selten, dass ich da bin. Etwa einen Tag als Besucher, aber jedes Jahr. Aber als Musiker bin ich schon länger nicht mehr am Festival gewesen, glaube ich. Aber als Musiker habe ich auch schon oft gespielt, etwa 6, 7 oder 8 Mal. Am grossen Bär speziellen ist eigentlich, dass 25 oder fast 25 Chaoten zusammen probieren, Musik zu machen. Ich bin eigentlich der Älteste, oder einer der Älteren, der dabei ist, vielleicht sogar der Älteste, ich weiß es nicht genau. Aber ich fühle mich nicht älter als die Jüngeren, die hier dabei sind. Also, wir machen alle gleich Musik, wir probieren im richtigen Moment den richtigen Ton zu spielen und möglichst schön und möglichst gut zu spielen. Das probiere ich, ob man jung ist oder alt ist, das ist eigentlich das Ziel, das man hat als Musiker. Es gibt natürlich heutzutage so viele gute Festivals in der Schweiz und überall. Aber es ist natürlich ein sehr verdienstvolles Festival. Es hat, wo Willisau angefangen hat, KESS, also das erste Jazzfestival in Willisau hat KESS Festival gegeben, in der Umgebung, wo irgendeinen ähnlichen Stellenwert hat. Aber heutzutage ist das nicht mehr ganz so. Es gibt heute sehr viele Festivals, die halt auch sehr gute Musiker spielen. Aber Willisau ist für mich immer noch etwas Spezielles natürlich. Ja, dann will man natürlich etwas Schönes hören. Ja, dass die Gagen kleiner sind.